Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Mit dreiteiliger Verspätung haben die EU und Kanada das äußerst umstrittene Freihandelsabkommen CETA doch noch unterzeichnet. Es ist also der kleinen Wallonie doch nicht gelungen, dem Druck der EU standzuhalten und dieses Freihandelsabkommen zu verhindern. Es wurden Zugeständnisse gemacht bei der Landwirtschaft und bei anderen Bereichen. Trotzdem sind wir der Meinung, dass der Widerstand der Wallonie keine lästige Sache war, sondern durchaus demokratisch gerechtfertigt war. Die Freihandelsabkommen nützen der Mehrheit der Bevölkerung in der Europäischen Union nichts. Die Linke lehnt weiterhin CETA ab. Wir sehen ganz viele kritische Punkte, unter anderem, dass immer noch nicht geklärt ist, nicht sauber abgegrenzt ist, was mit der Privatisierung öffentlicher Einrichtungen, insbesondere der Daseinsvorsorge, passiert, also Bildung, Erziehung, Gesundheit und so weiter. Das ist ein ganz schwerwiegender Sachverhalt. Es gibt nach wie vor das unbegrenzte Recht der Konzerne, die Staaten zu verklagen, wenn ihre Profitinteressen tangiert sind. Es ist undemokratisch, wenn ein Ausschuss CETA weiterentwickeln kann, ohne dass nationale Parlamente Einfluss darauf ausüben können. Und wir sind auch der Meinung, dass wir Streitigkeiten an die bürgerlichen Gerichte geben müssen und nicht an andere nicht demokratisch bestimmte Institutionen. Die Linke will die vorläufige Anwendung von CETA in Karlsruhe stoppen. Deshalb haben wir im Übrigen wie andere auch kurzfristig einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Das hat den Hintergrund, dass die Auflagen des Bundesverfassungsgerichtes für CETA nach unserer Auffassung nicht erfüllt sind. Dort muss es jederzeit möglich sein, dass die national gewählten Regierungen CETA wieder stoppen können, und das sehen wir nicht für gewährleistet an. Ich hoffe, dass der Protest gegen CETA weitergeht, und auch deshalb, weil natürlich CETA TTIP durch die Hintertür ist. In Kanada haben fast alle amerikanischen Konzerne Niederlassungen, und selbst wenn TTIP noch länger gehen sollte oder gar scheitert, wird es TTIP durch die Hintertür sein. Aber wir sind zuversichtlich, eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland lehnt sowohl CETA wie auch TTIP ab, und der Protest wird weitergehen und die juristische Auseinandersetzung wird ebenfalls weitergehen. Zur Rente. Heute finden Gespräche mit Gewerkschaftern, Sozialverbänden und so weiter statt durch Frau Nahles. Die CDU hat angekündigt, sie will Gespräche mit den Gewerkschaften zur Rente machen. Gleichzeitig hat unsere Abgeordnete Sabine Zimmermann öffentlich darauf aufmerksam gemacht, dass die Altersarmut gestiegen ist, und zwar von rund 1,9 Millionen auf 2,7 Millionen Menschen. Wir haben es also nicht nur mit zukünftiger Altersarmut zu tun, sondern wir haben es auch heute schon mit einer Zunahme der Altersarmut zu tun. Aber völlig klar ist, dass, wenn wir über die Rente diskutieren, dass ganz stark die Generation betroffen ist, die in den nächsten 15, 20 Jahren in Rente gehen wird. Und dort haben wir Millionen Menschen, denen die Altersarmut droht. Ich will Ihnen nur mal sagen, eine Verkäuferin, die zwischen 1500 und 2200 Euro verdient, die kann auch 45 Jahre am Stück einzahlen. Sie kommt nicht über die Grundsicherung von 780 Euro hinaus. Überhaupt alle Vorschläge, die Frau Nahles anpackt und diskutiert, betreffen die Gruppe, die zwischen 1500 und 2500 brutto verdient, in keiner Art und Weise. Sie kommen nicht über die Grundsicherung. Ich finde, dass die Kampagne der Gewerkschaften für eine bessere Altersversorgung vollkommen richtig sind. Sie sind aber ein Stück weit zu defensiv. Sie sagen, der Abbau des Rentensicherungsniveaus muss gestoppt werden. Das ist vollkommen richtig, das reicht aber nicht aus. Wir sagen, es muss wieder auf 53% rückgedreht werden, so wie es schon einmal war. Wie gesagt, damit lösen wir immer noch nicht das Problem derjenigen, die unter 2.500 Euro brutto verdienen, und das sind Drittel der Lohnabhängigen. Die gehen gesichert in die Altersarmut. Auch da müssen wir noch als Linke
eher unsere Forderungen erhöhen, als uns darauf zu beschränken. Wir wollen, dass es eine mindestsichere, armutsfeste, solidarische Mindestrente von 1050 Euro gibt. Das ist dringend notwendig, weil 1050 Euro definiert die Armutsgrenze. Und jetzt, ich komme aus Stuttgart, aber Berlin nähert sich ja dem an. Auch wenn du dort 1100 oder 1200 Euro kriegst, was ja beim heutigen Rentenniveau gar nicht so schlecht ist, kannst du dort nicht leben, weil du schon 700, 800 Euro für die Miete hinlegen musst. Die Leute müssen irgendwie dann im Thüringer Wald gehen, abwandern, damit sie überhaupt mit ihrer Rente über die Runden kommen. Und die ganze Debatte über die betriebliche Altersversorgung, über die Förderung kapitalgedeckter privater Altersversorgungen ist natürlich völlig heuchlerisch, weil genau diese Einkommensgruppen zwischen 1500 und 3000 Euro haben doch gar nichts übrig, um sich privat weiter zu versorgen. Und die sind oft in den Betrieben beschäftigt, die sich eine betriebliche Altersversorgung überhaupt nicht leisten können. Deswegen das Prinzip, das gelten muss: Die gesetzliche Rente muss ausreichen, um den Lebensstandard zu sichern, und sie muss armutsfest sein. Und wir können nur an die Gewerkschaften appellieren, hier keine faulen Kompromisse mit Frau Merkel und Frau Nahles einzugehen. Zur Türkei. Gegen Firat Anli und Gültan Kisanak, die beiden Bürgermeister der türkischen Kurdenmetropole, der Kabir, wurde jetzt Haftbefehl erlassen. Das trifft mich auch persönlich. Ich war erst im Frühjahr in Diyarbakır und habe mich mit der Bürgermeisterin Gültan Kisanak getroffen. Es ist irgendwie immer erschreckend, wenn du in der Türkei bist und die Leute dir dann sagen: Bernd, wenn du das nächste Mal wiederkommst, wirst du mich wahrscheinlich im Gefängnis besuchen müssen. Das glaubt man irgendwie nicht, Wenn man in unserer Gesellschaft lebt. Also man erschrickt und geht zurück, aber irgendwie glaubt man es nicht. Und es passiert jetzt doch. Also die Leute werden ins Gefängnis gesteckt. Man muss sich vorstellen, das sind 1,5 Millionen Menschen, die dort leben. Diese Bürgermeister haben ungefähr 70% der Wählerstimmen bekommen. Also werden von ihrer Bevölkerung getragen, sind demokratisch gewählt, vertreten die Interessen der Bürger und Bürgerinnen und werden jetzt vermutlich ins Gefängnis gesteckt. Das ist unerträglich. Wenn man gleichzeitig die heutigen Meldungen noch einbezieht, dass die regierungskritische Zeitung Cumhuriyet jetzt dran ist und der Chefredakteur festgenommen wurden und gegen ihn und weitere 12 Mitarbeiter Haftbefehl erlassen wurden, dann ist es eine völlige Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Ich weiß auch nicht, wie lange das noch gehen soll. Erdogan sagt jetzt, er wird die Todesstrafe wieder einführen, und es ist ihm völlig egal, was der Westen dazu sagt. Maßgeblich wäre, was seine Bevölkerung dazu sagt. Ich weiß nicht, ob eine Mehrheit der türkischen Bevölkerung für die Todesstrafe ist, aber ganz sicher ist, sie ist mit der EU nicht vereinbar. Und ich frage mich, wie lange das noch gehen soll, bevor die Bundeskanzlerin und diese Bundesregierung sagt: Jetzt ist Schluss. Und wir haben schon 100-mal gesagt, es wird genauso weitergehen, wenn man nicht endlich dieses Flüchtlingsabkommen kündigt, weil es doch völlig klar, Erdogan kann das alles machen, weil er weiß, er hat die Wege für die Flüchtlinge verschlossen, und darauf ist Frau Merkel angewiesen. Ich finde, auf diese Art und Weise darf man sich nicht erpressen lassen. Und ich verstehe auch überhaupt nicht, warum die Bundeswehr dort noch verweilt, warum wir dort noch Waffen hinliefern und ähnliche Dinge. Wenn man die Positionen zu den europäischen Werten, die Frage der Menschenrechte und der Demokratie ernst nimmt, dann darf nicht so lasch mit der Türkei und mit Erdogan umgegangen werden. Ich will zum Schluss noch darauf hinweisen, dass es völlig unfassbar ist, dass Neonazis ungehemmt Mordaufrufe gegen die Landtagsabgeordnete Katharina König und ihren Vater verbreiten. Eine Neonazi-Band hat ein Lied auf CD gepresst und vertreibt dies in der Szene sowie im Netz, in dem detailliert und brutal die geplante Ermordung der Abgeordneten
beschrieben wird und ihres Vaters gleich mit. Wir verurteilen das auf das Heftigste. Wir erwarten aber auch von der Landesregierung, von der Bundesregierung, dass entschieden gegen solche Kräfte vorgegangen wird. Das ist im höchsten Maße kriminell. Das ist rechter Terror gegen gewählte Abgeordnete. Es ist auch nicht zufällig, dass das häufig linke Abgeordnete trifft. Selbst die AfD hat ja auf ihrem Internetportal auf Hetze gegen die Linke gesetzt und mobilisiert ihre Wähler mit der Position, jetzt sind die Linken dran. Ich finde, so fängt es an. Und da geht es nicht mehr um die Verrohung der Sprache, sondern solche Sachen sind ernst zu nehmen. Wir solidarisieren uns mit Katharina König und ihrem Vater und wir fordern aber auch die Regierungen auf, diesem Treiben nicht länger zuzuschauen.